Mein vorerst letztes Video zum Nintendo Switch Presse-Event ist zu One-Two-Switch. Und zwar ist es das Spiel Quick Draw. Wir sehen links den Herrn Dominik und rechts den Herrn Ardo, die beide schon in meinen Let's Plays mit dabei waren. Und in diesem Game geht es dazu, ich weiß nicht, ob man es hört, wenn ich drüber quatsche, schon mal nicht, aber gleich halte ich mal kurz die Backen. Und zwar sagt eine Stimme quasi Ready und dann Fire! Und da geht es natürlich darum, nicht nur auf den Gegner zu zielen, sondern auch abzuziehen per Schultertaste. Ja? Und das nimmt der Controller auch wirklich gut wahr. Also, beiden drehen sich um. Ich denke, man hat es leise gehört. Es gibt einige Games auf One-Two-Switch, aber ich weiß nicht. Mal sehen, wie viel das Game kosten wird. Weil die einzelnen Games, manche fand ich wirklich gar nicht mal so hammerhart. Es ist halt eine Demonstration, um die neuen Fähigkeiten zu zeigen. Am beeindruckendsten, das sollte wirklich jeder selbst ausprobieren, ist das sogenannte HD-Rumble-Feature. Und zwar geht es darum, dass die Rumble-Pack einfach famos ist. Wirklich, da waren Kugeln im Controller und wenn man den neigt, dann hat es sich angefühlt, als würden Kugeln im Controller umherrollen. Also fantastisch gelöst. Sorry, dass ich nur so Quick-Draw etwas gefilmt habe, aber vorenthalten wollte ich euch auch nicht. Oftmals eine spannende Angelegenheit. Mal sehen, was das Game noch zu bieten hat. Lustig ist es, aber nicht für sehr lange Zeit. Danke fürs Ansehen. Das war One-Two-Switch. Ganz kurz.